Joho, Legend of Zelda Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild mit gutem Sound. Das ist ja unglaublich, denn was das letzte Mal geschah... Joho, Legend of Zelda Freunde! Ja, mein Webcam-Mikrofon hat sich als Standard eingestellt. Das sollte zwar eigentlich nicht möglich sein, weil es deaktiviert ist im System, aber... Nach dem heutigen Tag weiß ich, dass mein PC sowieso ein Eigenleben hat und alle Treiber selbstständig deinstalliert, wenn er Lust hat. Danke dafür, Windows. Danke dafür. Was das letzte Mal bei The Legend of Zelda Breath of the Wild geschah. Falls ihr die Folge nicht sehen konntet, weil der Ton so grauenvoll war, ich konnte es mir nicht angucken. Ganz ehrlich, ich hatte richtig Probleme mit dem Sound. Es war sehr unangenehm. Aber hey, so viel ist nicht passiert. Ich habe meine Rüstung aufgewertet bei der großen Fee. Dann habe ich bei Dumpster die Quest abgegeben. Er hat mich sofort darum gebeten, noch mehr Holz an Land zu ziehen. Ich habe mehr Holz gefarmt für ihn. Habe dann festgestellt, dass ich jetzt auch Erze kaufen kann. Ist aber gar nicht mal so wichtig, denn in diesem Part habe ich entdeckt, dass wenn man an der Küste entlang geht, unglaublich viele Erze auf einen warten. Und naja, dann habe ich Doomstar das Holz gebracht und er kam an mit, ey, hier, kennst du jemanden, der gut nähen kann? Und sagte mir, dass bei den Gerudo wohl viele Leute sind, die sehr gut nähen können. Und ich dann so, ja, dann gucke ich mich mal nach einem Gerudo um, der mit dem Namen da endet und gut nähen kann. Habe mich dann allerdings erstmal im Eisgebiet umgeguckt, denn ich wollte ja noch die Kletterhosen finden. Und hier sollten wohl die Kletterhosen sein. War dann sehr überrascht, dass das ein Schrein war, der keine Quest erfordert hat, sondern einfach, naja, also ich musste nichts tun, ne? Gab wohl eine Quest in der Stadt, die man dazu annehmen konnte, aber es war mir eigentlich auch, also ich meine, ich wollte eh mal in das Gebiet. Dann bin ich auch herumgeklettert an der Küste entlang, traf auf einen riesengroßen, dicken, fetten Leuen und der war gar nicht mal so die große Herausforderung für mich. Herausfordernder war eher der Weg dahin, also wir sind einfach an der Küste entlang gegangen, von dem Schrein weg, die Küste runter und wir haben halt den Leuen platt gemacht, da war auch noch ein Hinox, jede Menge Erze und ein paar kleinere Gegner, ist ein tolles Farmgebiet und am Ende landete ich dann hier, in der Windkanalgegend. Ja, ihr seht ja auch auf der Karte, da habe ich mir schon ein paar Markierungen gemacht. Hier gibt es super viele Krabben. Und da war dann jetzt auch ein Rätsel mit Windkanal und irgendwas muss ich freisprengen und dann muss ich irgendwo hinfliegen. Und ja, ich schätze mal, der Vogel Kashiba weiß wieder ein bisschen mehr. Da werde ich mich dann wohl mal umgucken. Und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem aktuellsten Part von The Legend of Zelda Breath of the Good Sound. Ich wollte mit dem Vogel reden. Hallo, da ist ja unser Kashiba, genau, Kashiba wieder da. Die nimmermüden Winde. Oh, na sowas, ich habe nicht damit gerechnet, hier jemanden zu treffen. Na, du warst das. Mittlerweile sollte ich wohl nicht mehr überrascht sein, dir an einem Ort wie diesem zu begegnen. Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich den Prüfungen stellt und sie überwindet. Und möchtest du das Lied dieser Region hören? Ja, mit Vergnügen legen wir los. Felsen sind zerbrochen in zwei, der Wind ist gezähmt und auch frei. Im Lande der nimmermüden Winde, bereite vom König gewährte Schwingen, setze den Fuß auf Land, geschwinde, um die Heldenprüfung soll gelingen. Nimmermüde Winde, könnte das hier das sein? Aber was sind die von König gewährten Schwingen? Das sind Mysterien, die ich in 1000 Jahren nicht lösen könnte. Nun denn, möge dein Weg vom Licht erfüllt sein. Die vom König gewährten Schwingen, die besitze tatsächlich ich. Gut. Wir müssen also mit dem Winde reisen, der uns dort hinträgt. Auf dieses Podest quasi. Muss ich aber erst gucken, was jetzt hier fehlt. Irgendwas müsst ihr wahrscheinlich noch freibomben. Wo soll dieses Podest sein? Mubosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Die Frage ist die, also wir haben ja jetzt hier Winde. Das ist richtig. Und hier zieht auch ein Wind durch. Ich müsste wahrscheinlich wirklich so von Windkanal zu Windkanal. Ich muss mich erst umgucken. Ich muss erst dieses Podest finden. Wir machen das jetzt mal so. Ich trage mal meine Wasserrüstung und dann kann ich in Ruhe schwimmen. Dann schauen wir uns um.
Da ist nämlich auch noch ein Wind und irgendwo wird noch etwas freizusprengen sein, das mir einen Windkanal eröffnet. Nein, nicht damit. Nein. Da in den Kopf. In den... Nein. In den Kopf. In den Kopf. Der da hinten schießt auch noch, ne? Schönes Miststück. Yes. Sehr gut. Hier ist noch eine Truhe drin. Ich setze die mal hier hin. Und jetzt hole ich mir erstmal den Kram hier. Ich hätte auch einfach mal mit meinem Drehangriff hier reinspringen können. Irgendwann müssen wir den Drehangriff mal richtig... Ach, da kann ich meinen Drehangriff noch ausprobieren. Rodonit, das ist in Ordnung. Das probiere ich jetzt hier mal aus. Ups. Das war ein Sprungangriff und kein Drehangriff. Da war noch einer, ne? Ja, ich sehe hier aber gerade nichts zum Freisprengen. Also, oh. Ich sehe nichts zum Freisprengen. Ich würde mal ganz stark vermuten... Chlorok-Auge, lecker. Ich würde ganz stark vermuten, ich muss nur den richtigen Anfang finden. Sodass die Winde nicht entschwinden. Jupp, die Drehattacke rockt. Ich muss nur den richtigen Anfang finden. Um mit den Winden zu entschwinden. Ha. Da kann ich da noch Sachen zerstören? Oder ist das eine... Das sieht so aus, als wären die Felsen zerstörbar. Guckt euch das an da, an dieser Stelle. Halt, das war der falsche Knopf. Das ist der falsche Pfeil. Nein. Jetzt bin ich überfragt. Ach, Manu! Sowas wie das hier, nur viel höher. Guck mal, das bringt mich halt überhaupt nicht hoch, ne? Bringt mich halt keinen 2 cm irgendwo hin, was mir nützlich wäre. Das hier oben auch nicht. Damit komme ich auch nicht weit genug. Also da startet der Windkanal. Das hier ist halt auch so ein Ding. Das schiebt mich zwar, aber das war's dann halt auch, ne? Ich verliere trotzdem weiter die Höhe. Das macht halt gar keinen Sinn. Da ist noch was zum Aufsprengen. Da. Sag hier, wir müssen noch irgendwas finden, was hier den Wind verstärkt. Der Wind muss ganz krass sein. Der Wind muss richtig verstärkt sein. Er muss mega abgehen. So wie hier. Sowas muss passieren. Genau, dafür muss ich das hier noch aufsprengen. Jetzt geht der Windkanal dahin. Wir verstärken ihn immer mehr und immer mehr. Oh, das sieht jetzt aus wie ein Windtunnel. Ich springe jetzt hier in den Windtunnel. Lass mich da reinpusten und gucke, was passiert. Ah, jetzt ist das stark genug. Wir haben die Winde verstärkt und jetzt kann ich da landen, hoffe ich. Wow. Tatsächlich! Großartig. Ach, schön. Hätten wir das dann auch geschafft? Oh, Haare in die falsche Richtung. Ich habe ja den Pony jetzt immer in die Richtung. Das sieht nicht besser aus, was ich gemacht habe. Oh, hallo, schreien. Ich muss dringend wieder zum Friseur. Meine Haare wachsen im Sommer so unfassbar schnell. Ha, sonst habe ich bald so eine Linkfrisur. Zähmer des Windes. Geschafft. Das ist cool. Shiyota-Schrein. Jetzt müssen wir aber auch mit Kashiwa mal sprechen und ihm sagen, ey, guck mal, ich habe das Rätsel gelöst. Ich habe nämlich die Schwingen verliehen vom König. Und wir sehen so cool aus. Ich liebe die Zora-Rüstung. Die Zora-Rüstung ist unglaublich schick. Ich glaube, da möchte ich mal ein Fanart mitmalen. Ich hätte jetzt sowieso überlegt, ein paar mehr Bilder so richtig zu malen. Ich male ja selten, ich übe ja meistens nur. Einfach mal wieder ein Bild zu malen, so vollständig in der Gänze. Shiyota schreien. Toyota? Was gibt's hier? Ein starkes Feuergroßschwert. Das nehme ich gerne. Hallo, Shiyota. Windrätsel 1a. Hat sehr viel Spaß gemacht. War auch ein bisschen schwieriger und komplizierter, als ich dachte. Weil man halt einfach so erstmal so, hä, was? Ach, ich muss die Winde aufsprengen und okay. Und ja, ich sehe schon. Ja, ja, danke. Gib mir das Zeichen der Bewährung. Wir müssen nicht länger darüber reden. Ich weiß doch, dass ich der Held bin.
Hier wird es mein Dienst erfüllt, möge die Göttin Hylia dir beistehen. Hey, skipp doch nicht einfach meinen coolen Abgang. Entschuldigung. Ja. Brennende Ausrüstung. Hölzerne Waffen oder Schilde können Feuer fangen. Leg sie schnell im Menü ab, um die Flammen zu löschen. Ja, das wäre ungünstig. Das wäre, glaube ich, wirklich ungünstig. Apropos hölzerne Waffen. Ich muss mir nochmal beim Walter Krox so ein Holzschwert holen. Kashiwa? Kashiwa war da hinten irgendwo, nicht wahr? Hier in die Richtung. Da ist schon wieder so ein kleines Miststück. Nein. Oh Mann. Oh mein Gott. Verpiss dich aus meiner Existenz. Kashiwa? Kashiwa? Kashiwa ist weg. Das ist ja interessant, dass der danach dann verschwindet. Wie so ein Geist des Schreins. Interessant. Ja, hier waren wir. Hier gab es lecker Krabben, das habe ich festgestellt. Wir waren hier noch nicht bei dem Hügel. Wir haben hier den Hinox getötet und das da. Dann gehen wir jetzt einfach mal weiter in diese Richtung zum Hügel. Wenn ich da irgendwie gut hinkomme. Gucken wir uns doch einfach mal um. Übrigens ist die Qualität der Kamera hier schon ein krasser Unterschied. Wir hatten ja überhaupt, also wir haben ja gestern, haben wir so ein richtig Low-Budget-Let's Play gesehen. Ich musste die Webcam einschalten, weil diese Kamera hier... Und sie steht schief. es regnet. Weil diese Kamera hier, die hatte keinen Akku. Und dementsprechend... Geht da Luft nach oben? Sieht so aus. Und das bedeutete, ich musste meine Webcam anschließen, also hatten wir ziemlich schlechtes Bild. Und dann hatten wir auch noch ziemlich schlechten Ton, weil als ich meine Webcam angeschlossen habe, hat Windows beschlossen... Halt die Klappe. Alter, alles klar. Windows beschlossen, dass es eine ganz tolle Idee wäre... Nein. Ey! Diese Webcam, das Mikrofon der Webcam, als, ja, Standard einzustellen. Also standardmäßig ist meine Logitech eigentlich deaktiviert gewesen. Wann immer man sie anstellt oder sowas, ist sie halt auch deaktiviert. Eigentlich. Ich schieße jetzt einfach mit meinem Pfeil. Warte, wenn du Lust. Okay, lass mich mal. Und aus unerfindlichen Gründen... Aus unerfindlichen Elektropfeile ohne Ende. Hey, du da. Aus unerfindlichen Gründen wurde die denn als Standard eingestellt. Und aus unerfindlichen Gründen hat auch... Noch mehr Elektropfeile, ist ja geil hier. Hat auch OBS sich gedacht, nö, die stelle ich auch als Standard ein. Also ich habe bei OBS eigentlich mein Mikrofon direkt eingestellt und nicht das Standardmikrofon des Systems. Aber das hat es einfach halt auch so für sich... Ich habe keine Ahnung. Beschlossen aus unerfindlichen Gründen. Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, bin ich nicht begeistert. Supi, hier sind ja Sprengfässer drin. Das ist ja richtig nett. Da möchte ich mal ganz schnell weg. Ich habe keine Ahnung, was das sollte oder warum Windows bei mir momentan sowieso so extrem spinnt. Aber dieses letzte tolle große Update, was soll ich sagen? Dieses komische Feature-Update, was sie da reingeballert haben, nochmal vor ein paar Tagen, als das rauskam, was zwangsweise installiert worden ist und mich nicht mal gefragt hat, ob ich das haben will oder nicht. Das hat schon ziemlich viel Kakerlacker gebaut. Kann ja nicht anders sagen. War wirklich nicht schön. So, lalala, wunderbar. Ja gut, jedenfalls hatten wir mal ein richtiges Oldschool uralt Let's Play. So wie früher. Meine allerersten Let's Plays waren so, naja, das klappt hier so. Das klingt wie ein Krog. Ah! Ja, das ist ein Krog. Ui, du hast mich entdeckt und gefangen. Hui, hast du meine Samen. Tschüssi. Ich wusste doch, dieses Geräusch kommt mir bekannt vor. Ja, naja, das war wirklich wie früher, wie damals. Meine allerersten Let's Plays, die waren ähnlich.
Lecker Geflügeltäubchen. Es war schon sehr retro. Das war schon sehr, sehr retro. Damals habe ich allerdings mit einem schlimmeren Mikrofon aufgenommen, und zwar mit dem eingebauten Mikrofon in meinem iMac. So habe ich angefangen mit Let's Plays. Ich habe mir keine Gedanken über sowas gemacht. Alter, ich schieße gerade die ganze Zeit mit Bombenpfeilen. Oh, Alter, ich hasse das so sehr. Man wählt das an und der Charakter akzeptiert das nicht. Ich habe gerade die ganze Zeit mit Bombenpfeilen geschossen. Ich fasse es einfach nicht. So oft im Menü. Ich wechsle die Waffen. Ich klicke das an. Ich klicke mehrfach. Ich drücke so oft A. Das interessiert das Spiel einfach nicht. Das nervt so ein bisschen dezent. Bombenpfeile sind nämlich verdammt teuer. Und ich habe gerade eine ganze Menge Bombenpfeile rausgeschleudert. Für nichts und wieder nichts. Müsstest du einen Haken schlagen? Hm. Na, dann nicht. Dann ist das eben... Dann ist die Wildsau. Dann renn halt. Ah, hier geht's noch rein. Das sind so Täler, in denen erstmal scheinbar nichts ist. Und dann guckt man sich um und dann sind da verkackte Blitzfledermäuse. Die ich auch nicht treffe. Weil ich ein schlechter Bogenschütze bin. Boah, okay, alles klar. Kann ich den da wenigstens treffen? Auch nicht. Hm? Hab Spaß gerade. Hab richtig Spaß. Geh weg. Ach, das ist gar keiner von den Dudes. Ich dachte, das ist einer von den Dudes, die immer... Ich dachte, das wäre so ein Stein-Dude, der mich angreifen will. Dann nicht. Ich nehme mein Masterschwert wieder, um Steine kaputt zu machen. Habe ich kein Problem mit. Holzpfeile ohne Ende. Können ja nur für mich kommen, weil ich statt Kakerlaka bin. Feuersteine, Feuersteine, Feuersteine. Und Leuchtsteine, Leuchtsteine, Leuchtsteine. Blümchen, hopp. Lass mich raten, du gehst irgendwie nach oben oder so? Oder den Weg hier entlang. Oh, Gott sei Dank. Das nervt ja immer, wenn man dann irgendwo hin muss, wo man nicht hin will, um Grog zu kriegen. Ein Grog wäre mir jetzt lieber. Wohin? Dahin. Ach, in der ganzen Höhle herum. Ja, erwischt. Ja, erwischt. Und zack. Und zack. Und tschüss. Blümchen? Blümchen. Oh. Das ist eine interessante Position. Da muss ich dann mal ein bisschen steiler den Berg nach oben. Wenn du loslassen würdest, Link, manchmal, wenn ich B drücke, das ist eigentlich die Taste zum Loslassen, das wäre das sehr angenehm. Hallo! Ui, du bist ein bisschen dick! Tschüssi! Ja, dir auch, Tschüssi! Gut. Noch ein paar Äpfel. So ein Laubhaufen. Heute ist Grog-Tag. Ui, du bist ein bisschen dick. Tschüssi. Oh, Entschuldigung. Ich drücke halt immer A. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht. Ich tue mir das jedes Mal. Spurtechse, sehr gut. Ja, aber hier waren wir. Oh. Ja, hier waren wir schon. Den Tempel, den haben wir schon. Oh nein, da ist ja noch ein Schrein. Ah, hier kommt man normalerweise unten lang, ja? Und dann muss ich hier... Dann platze ich mal auf die Dinger. Hadouken! Oh, hier ist ein Explosionsfass. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Vorsicht. Da. Da sind auch so Blitzfledermäuse. Auch ein bisschen aufpassen. In den Kopf. Jawohl. Oh, wunderschön. Jetzt schnell, 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 schnell hin. Hau ihn. Yes. Richtig gut gelaufen. Ich will ja auch die Waffe gar nicht haben. Aua. Au. Ah, der Boden. Der scheiß Boden voller Stacheln. Das habe ich nicht gesehen. Alles klar. Gefährlich. Oh nein. Ich wette, die können einfach da durchlaufen, weil die gepanzert sind. Boah, habe ich ja voll getroffen. Komm mal her, du. Boah, Alter, ich bin so gut im Bogenschießen, ne? Komm her. Komm doch her. Komm her. Ja, komm. Da rennt jetzt nicht ernsthaft da außen rum, um hierher zu kommen. Ach, da gab es ein Durchkommen. Alles klar. Gut, ich dachte, die sind vielleicht gepanzert. Aber anscheinend sind sie das nicht. Hab den Schrein entdeckt. Ich kann hier rein. So kompliziert war das Rätsel jetzt aber nur wirklich auch nicht. Auf geht's in den Schrein rein. Heute ist Schreintag und heute ist Grog-Tag.
Nichts Spannendes bisher. Aber hey. Ah. Die fünf Flammen. Das klingt nicht lustig. Das klingt wieder nach einem Rätsel, das ich doch eigentlich... Nein, es ist wieder dieser Wasserkack. Ich hasse den Wasserkacken, okay? Der Wasserkack ist Kacke. Ich muss die alle einzeln anzünden oder so irgendwie. Au, da oben ist die Flamme, okay. Das da unten muss ich dann entsprechend drehen. Okay. Die Pfeile sagen mir auch, in welche Richtung. Ja, das ist die Flamme dort und hat das angezündet. Und jetzt habe ich die ausgemacht. Die auch. Ah. Und jetzt macht das Ganze mehr Sinn. Oh Mann. Wieso zündet die sich nicht an? Die hat sich doch gerade eben noch angezündet. Doch, jetzt hat sie sich angezündet. Wartet mal, ich will mal was machen. Habe ich nicht noch was Kleines zu essen? Ja. Ich mag mein Masterschwert. Das ist voll toll. Das ist das beste Schwert, das wo gibt. Da nochmal. Und jetzt müsste ich das da hinkriegen. Um das da hinzukriegen, müsste ich... Ah, das klappt. Okay. Und jetzt das da. Okay, gut. Und jetzt das da. Oh, Gott sei Dank. Okay, das hätten wir auch schon mal hingekriegt. Und jetzt noch einmal in die Richtung. Oh, Kacke. Das war eine zu viel. Drehen. 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 Oh, das war in die falsche Richtung. Mist, 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 Mist. Das dreht das auch nur nach oben, nicht wahr? Und das müsste jetzt nach da weiter gedreht werden. Und nach da weiter gedreht werden. Damit es das anzündet. Und dann noch ein paar Mal im Kreis. Und dann sollten die Flammen eigentlich alle... Oh, ups. Ja! Okay, gut. Es hat man gerade ein bisschen, das war ein bisschen Mindfuck und so, aber hey, so meine Holzpfeile sind noch da und mein Königsbogen, der Gute, zerbricht bald. Naja, dann ist halt der gute Königsbogen für den Arsch. Das zählt halt jeder Pfeil, den man damit schießt, ne? Ich frage mich gerade, wie ich da hochkomme. Brennen die Dinger? Tatsache. Alles klar. Der Königsbogen ist auch zerbrochen dabei. Schön. Ich krieg einen Zora-Bogen, der hat Schnellfeuer. Wow, ja, wirklich, der hat Schnellfeuer. Achso, ich hätte das da unten anzünden können. Oder, ach, ist egal, ich habe Feuerpfeile. Für irgendwas müssen die ja gut sein. Für einen Opal zum Beispiel. Ein Feuerpfeil ist mehr wert als ein Pfeil. Ein Popal. Ich hätte auch einfach mit einem normalen Holzpfeil durch die Flamme durchschießen können. Das war mir aber zu kompliziert. Deswegen mache ich es lieber teuer. Ne? Ich meine, wer das Geld hat, der gibt es halt aus und sonst was. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Au, meine Augen. Dankeschön. Uch, da wollte ich gar nicht rankommen. Entschuldigung, heute ist ein Derby Park. Ja, auf Wiedersehen. Ich weiß, ich skippe inzwischen die ganzen Schreine und das ist nicht sehr atmosphärisch, aber ganz ehrlich, es ist jedes Mal das Gleiche. Die werden nie spannend oder aufregend oder erzählen mir mal irgendwas Tolles über ihr Leben. Da kann ich doch auch mal wirklich mit Fug und Recht sagen, nö, ich will nicht.
Okay, jetzt sind wir wieder hier draußen im Stachelschrein. Der Stachelschrein. Wie Stachelschwein, versteht ihr? Okay, alles klar. Da oben sind noch ein paar Exalfosse. Also wirklich, an jeder Ecke dieses Spiels lauert irgendwas Spannendes. Ups. Ich mag das. Ich mag Bumerangs. Na, du nicht Schimmer? Sorry, aber das macht einfach mega Spaß. Das macht so mega Spaß. Hopp. Oh, ne? Waren da noch Libellen, die ich damit erwischen? Nein? Okay, dann hole ich mir nur den Kram hier. Ah, da ist ein... Der Drache ist wieder da. Oh, so wunderschön. Die sind so wunderschön. Okay, wir sind hier. Das ist die Samsa-Ebene. Der Drache geht wahrscheinlich da in die Richtung. Dann sind wir aber wieder hier bei den Ruto-Bergen. Da waren wir auch schon. Bei dem Lucida-Damm. Das war der östliche Stausee. Hier drin waren wir. Wir müssen warten bis zum Blutmond, damit sich das lohnt. Und dann können wir uns auch den Rest da angucken. Gut, dann hätten wir uns das auf jeden Fall mal angeschaut. Ich bin mir nicht sicher. Hier wollte ich ja nochmal hin. Wir sollten dann gucken, dass wir hier weiterkommen. Hier waren nämlich auch noch Schreine und ich habe den Schrein da in der Nähe nicht gemacht, weswegen ich mich da nicht so einfach hinporten kann und dann zu diesem blöden Turm muss. Ungünstig. 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 Oh, der Drache. So schön. Dann gucken wir mal, dass wir diese Schreine noch machen. Und beim Stall verkaufe ich dann so viel, dass wir das mit der Fee hinbekommen. Und das wird dann ganz gut, hoffe ich zumindest. Und dann gab es halt heute einfach einen kleinen Zusammenschnitt von den wichtigsten Momenten dieser langweiligen Ich laufe durch die Gegend, farme Crocs und verprügle Mobs-Parts. Denn da ist halt nichts Spannendes oder Aufregendes passiert. Es ist so... Was ist das da oben? Ja, mir ist kalt. Ach, puller doch dich nicht immer ein, Mann. Der Logik nach müssten wir ja jetzt bei den... Ach, das ist nur ein Baum. Alles klar. Bei den, Orni. Ja, Logik nach müssten wir bei den Orni. Hier ist ein Schrein. Da ist ein Schrein. Ach, der ist direkt daneben, den wir voll übersehen. Bei den Orni Sachen für den Winter kriegen. Der Logik nach. Oh, das sieht ja interessant aus, alles. Schick da unten. Mit dem ganzen Grünzeug dran. Weil die Orni. Ja, hier sollen in diesem Hochlanden leben. Da bräuchten wir wahrscheinlich dann warme Sachen. Und es ist das Einzige, was uns noch fehlt. Wir haben Anti-Blitz-Kram, wir haben Anti-Feuer-Kram, wir haben Anti-Lava-Kram, wir haben Schwimmzeug-Zeug. Da wäre es nur logisch, dass wir bei den Orni dann Frosty-Frosty kriegen. Oder Flügel. Ich wäre für Flügel. Aber ich kriege halt auch nicht immer alles, was ich mir wünsche. Kommen wir jetzt hier nicht zu einer Erinnerung? Bei dem Schrein da oben? Hieß es nicht, wir würden eine Erinnerung kriegen? Na, oh, so schön. So eklig. Geh weg. Schleimi, Schleim, Schleim. Oh, Steini, Stein, Stein. Nee, ich will weder Schleimi, noch will ich Steini. Ich will jetzt zum Schreini. Oh Gott, da unten ist auch schon wieder so ein krasses Moblin-Lager. Es sind mehrere krasse Moblin. Dass die sich immer hier niederlassen müssen. Ich will jetzt aber nicht gegen Mobs kämpfen. Goblins und Moblins können mich gerade einfach alle mal. Dann sollen sie mich verfolgen. Ich möchte jetzt hier diese alten Ruinen erforschen. Link, der große Forscher. Hier ist es echt schön. Und hier ist es doch wenigstens wieder einigermaßen warm. Eine Frostlibelle. Antike Steinsäulen. Da sind doch ein paar etwas fettere Mobs zwischen, ne? Alter Ganon, einfach die schönsten Orte verseuchst du mit deiner Anwesenheit und deinen widerwärtigen Kreaturen. Mein Freund, du bist leider... ein bisschen zu groß. Deswegen kannst du mich nur ganz schlecht treffen. Sehr gut. Was war das? Ach, ein Hundi. Was hast du jetzt davon? Mich hier anjaulen von der Seite, ne? Oh, cool. Jetzt habe ich wieder so eine Duo-Exal-Foss-Dingsbums-Lanzen-Teil bekommen. Was ist hier los? Was? Oh, Mann. Hier. Viel Spaß damit. Das war lustig. Warte, warte, warte. Zack. Tschüss.
Ach nee, sind die Edelsteine auch noch runter. Bernsteine braucht man ja auch. Also, mein Gott. Das ist Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Fallara. Kohle, Kohle. Schalala. Da ist noch so ein Digge. Da oben ist der Schrein. Hier soll ja in der Nähe irgendwo eine Erinnerung gewesen sein. Ey, du! Voll ins Knie. Voll ins Knie. Nichts. Alter! Hackst du oder was? Nicht mal ein schönes Schild hier zertreten. Da habe ich nicht so viele Aufladungen von. Wirklich getreten. Dankeschön. Dann war mal weg. Die Sachen nehme ich. Wo war das Herz? Das Herz ist dahin geflogen. Wo war jetzt sein... Wo war seine Waffe? Irgendwo noch seine Waffe. Ah ja, die habe ich schon wieder aufgehoben. Alles klar. Wunderbar. Das ist super schön hier. Auch wenn das mit den Ruinen mich echt traurig macht. Das war mal so ein wunderschöner Ort. Ganz Hyrule war voller wunderschöner Bauten. Die, ja, das ist die Erinnerung. Die vielen Kämpfe gegen Ganon haben hier mehr oder weniger alles vernichtet. Das ist so sad. Das ist so sad. Immer keine Reaktion. Diese Ruinen müssen für den Helden bestimmt sein, den das Bannschwert auserwählt hat. Daran besteht kein Zweifel. Aber wie man sie aktiviert, wissen wir nicht. Was muss man tun? Wie gelangt man hinein? Habe ich dir nicht gesagt, dass du mich heute nicht zu begleiten brauchst? Was deine Majestät befiehlt, ist mir egal. Ich sage dir jedenfalls, dass ich niemanden brauche, der mich beschützt. Geh zurück ins Schloss. Mein Vater wartet auf deinen Bericht. Oh. Jetzt lass mich endlich in Ruhe! Kleine, bockige Prinzessin Zelda. Naja gut, ich kann verstehen, dass sie dieses... Ich bin eine Prinzessin und ich habe einen Begleiter und er passt auf mich auf, etc. pp. Dass sie das nicht gefällt, dass sie das nicht mochte, dass sie auf sich allein gestellt sein wollte. Sie war ja auch die Starke und sie hatte ja auch Fähigkeit und das hat alles nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und es war alles sehr frustrierend für sie und... Das hatte ja auch nicht wirklich geholfen, ihre inneren Kräfte zu entdecken. Eben, sie wurde halt auch einfach ein bisschen zu sehr behütet. Ich meine, sie rennt wie, in Anführungsstrichen, ein Mädchen, also wie jemand, der nicht gelernt hat, wirklich zu rennen. Sie kämpft nicht, wie es eigentlich für sie hätte wichtig sein müssen. Diese einzelnen winzig kleinen Cutscenes zeigen uns so viel über ihren Charakter, das finde ich großartig. Und der arme Link so, was soll ich denn machen? Ich bin nur der Reck, ich muss auf dich aufpassen. Und anscheinend konnte er die Schreine halt nun mal nicht aktivieren. Sie konnten alle die Schreine nicht aktivieren. Und deswegen war Link auch nicht stark genug, sich dem zu stellen. Dem Ganon dann die Fähigkeiten, die wir durch die Schreine bekommen. Also die Fähigkeiten dort, beziehungsweise die Bewährungen und sowas, die hätten wir halt gebraucht. Und die Übung da wahrscheinlich auch.
Wobei ja Link, wie wir gewusst haben, ein bisschen stärker war vorher. Der hat nämlich einfach mal mehrere Leunen, graue Leunen, gleichzeitig besiegt. Alleine. Mit einer Prinzessin, die er beschützen musste. Gegen noch diverse Moblins. Hunderte an Gegnern gleichzeitig. Und wir strugglen hier schon bei einem. Ah, oh, eine Kampfprobe. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Tenya Kyosa. Im Namen der Göttin Hylia wird deine Kraft geprüft. Was für eine ist das? Was ist schwierig? Ja. Boah, da hätte ich ja schon gern mein Bannschwert, ne? Spiel! Ich glaube, ich nehme mein Feuerschwert. Ich glaube, die Dinger mochten es nicht, wenn man sie anzündet. Dann tragen wir auch mal unsere... Nee, unsere antike Rüstung. Die ist ja gut gegen den Schaden davon. Und ich esse mal ein bisschen was von dem gebratenen Krempel. Oh. Oh, das hat ja richtig was gegeben. Boah, wir sehen ja badass aus. Wir sehen ja badass aus. Krass. Ah, ich liebe die schweren Kampfprüfungen. Sagt sie noch... Die Musik ist einfach auch schon so geil von den Viechern. Schön anzünden. Und dann draufschlagen. Ich habe so viele Feuerschwerter, dass ich halt wirklich einfach mal ohne Probleme... ohne Probleme einfach ein Feuerschwert nehmen kann und auf die Dinger draufhauen kann. Oh. Oh, wie das dem Ding egal ist. Ja, dann schieß doch dagegen. Mehr ein Großschwert reicht aus. Gott sei Dank. Oh, richtig coole Sachen bekommen wieder mal. Wow, meine Güte. Was für ein Stress, wenn das Bannschwert gegen die Wächter wenigstens ein bisschen effektiver wäre. Nein, es ist ja nur gegen Ganons Schergen effektiv. Okay, wir haben ein paar coole Sachen bekommen. Ich möchte ganz gerne tatsächlich ein Wächterschwert, Wächterschild haben. Ja, das ist auch ein richtig gutes. Und dann wäre dafür, dass ich weiß nicht, wie viel Kraft. Das ist neu, das ist nicht neu. Das ist halt 55. Ich werfe es mal gerade weg und gucke mir die Axt an. Ja, 60er Schaden. Tut mir leid, liebes Feuerschwert, so wunderschön du auch bist. Du bist leider nicht annähernd so cool wie das fette Schwert, was ich da bekommen habe. Und die Leunensachen sind richtig geil. Achso, ich sollte mein Bannenschwert wieder leer machen, ne? Alles klar, jetzt gibt es hier noch eine Belohnung. Ich hoffe, es ist ein fetter Reaktorkern. Wir brauchen auch wieder tonnenweise Zahnräder. Seriously. König-Hellbade. Ich glaube, da habe ich auch wirklich gerade keine Verwendung für. Mm-mm. Sorry, aber ich habe so viele Königsgroßschwerter und die sind großartig. Hallo! Meine Augen! Es ist vorbei, die Splitter fliegen doch noch durch die Gegend. Ich hoffe, es sind holographische Splitter. Du hast meine Prüfung gemeistert, oh Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Also wenn sie die Schreine noch nicht öffnen konnten, sind die Typen ja echt 10.000 Jahre alt. Krass. Wow. Warum? Wie? Ja, ich muss mir das mit der gesamten Timeline nochmal genau angucken, was hier wann in welcher Reihenfolge passiert ist. Sie konnten ja wohl früher sehr wohl die Schreine nutzen, sonst hätten sie beim allerersten Mal gar noch nicht ohne Probleme in die Knie gezwungen. Und sie haben gedacht, beim zweiten Mal funktioniert es genauso, aber es hat sich nicht alles genauso gefügt, wie es sein sollte. Ja, perfektes Ausweichen, da arbeite ich noch dran. Ich bin ja schon besser geworden dabei, muss ich ja sagen. Gut, dann hätten wir den Schrein hier erledigt. Und ich könnte bitte mal... Nein, ich will die Markierung löschen. Danke. Dann gehen wir jetzt nämlich noch da drüben hin. Zu dem anderen Schrein. Auf der anderen Seite. Einfach mal von da. Ich gleite jetzt einfach über den Abgrund. Und warum auch nicht? Aber das mit dem Verkaufen und der großen Fee, das machen wir einfach beim nächsten Mal bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und, ja, gucken dann, ob wir wirklich viel verkaufen müssen oder ob wir schon ganz schnell bei 10.000 Rupees sind. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es ein bisschen spannender wird, auch wenn das eine sehr interessante Cutscene geworden ist.